Liebe Zuschauer von DSDV, seit vielen Jahren, es ist die 16. Ausgabe, gibt der Deutsche Stimme Verlag nunmehr den Taschenkalender des nationalen Widerstandes heraus. In diesem Jahr steht der Kalender unter dem Motto: Wenn man ein Wozu des Lebens hat, erträgt man jedes Wie. Diese Weisheit stammt von keinem Geringeren als dem großen deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche, dessen 175. Geburtstag wir am 15. Oktober 2019 begehen. In seinem tiefschürfenden Beitrag zeichnet unser Autor Moritz Altmann das Leben und die Erkenntnissuche Nietzsches nach. Die Überschrift des Artikels sagt schon viel über den Inhalt aus: die neo-aristokratische Predigt der Umwertung aller Werte. Diesmal haben wir uns keine bestimmte Epoche zum Schwerpunktthema erwählt. Stattdessen sind es Persönlichkeiten, vorwiegend natürlich der deutschen, aber auch der europäischen Geschichte, die uns dazu auffordern, von ihnen zu lernen, uns ein Beispiel zu nehmen, zumindest aber sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Man muss der Philosophie Nietzsches nicht folgen. Als identitätsbewusster Europäer sollte man sie jedoch zumindest kennen. Und es ist auch kein Widerspruch, wenn ein streng naturwissenschaftlich ausgerichteter Konrad Lorenz neben Johann Gottfried Herder unter dem Motto »Völker sind Gedanken Gottes« durch diese Zeilen zu uns spricht. All dies gehört zu unserer abendländischen Geschichte, Kultur und zu unserer wissenschaftlichen wie philosophischen Tradition. Werfen wir noch einmal einen Blick hinein in unseren Wegbegleiter für das Jahr 2019. Vor 500 Jahren, am 12. Januar 1519, starb Kaiser Maximilian I., genannt der letzte Ritter, auf Burg Wels in Oberösterreich. Lutz Dessau widmete ihm ein liebevoll detailliertes Porträt. Am 23. Januar 1989 verstirbt der Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer, Bühnenbildner und einer der Hauptvertreter des Surrealismus, Salvador Dali. Von sich selbst sagte er: Ich bin göttlich. Lesen Sie, was unsere Autorin Ariane Meise zu diesem exzentrischen Künstler, der sich übrigens ebenfalls eingehend mit Nietzsche beschäftigte, zu sagen hat. Ich selbst hatte die Ehre, Leben und Werk des großen deutschen Verhaltensforschers Konrad Lorenz zu dessen Todestag in groben Zügen nachzuzeichnen. Vieles von dem, was wir Patrioten und Nationalisten heute als lebensrichtiges Menschenbild bezeichnen, hat Lorenz sowohl naturwissenschaftlich wie philosophisch begründet. Vor 500 Jahren, am 2. Mai 1519, verstarb das Universalgenie Leonardo da Vinci. Michael Meyer zeichnet das Bild des Künstlers, Malers, Erfinders und Ingenieurs, der Wissenschaft und Kunst auf einzigartige Weise miteinander vereinte. Niccolò Machiavelli und die Kunst der Macht tat die Nachwelt dem Florentiner, der vor 550 Jahren geboren wurde, in ihrem moralischen Werturteil Unrecht? Für Autor Michael Sievers war Machiavelli jedenfalls der Bahnbrecher des politischen Realismus. Am 31. Juli 1944 verstarb der französische Kampfflieger Antoine de Saint-Exupéry. Mit einem Zitat von ihm möchte ich unseren lückenhaften Überblick über den Taschenkalender schließen. Man kann nicht mehr leben von Kühlschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann nicht mehr leben ohne Poesie, ohne Farben, ohne Liebe. Es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt: dem menschlichen Leben wieder einen geistigen Sinn zu geben. Doch die neue Ausgabe unseres Taschenkalenders bietet auch Beiträge über Themen wie den polnischen Weg in den Zweiten Weltkrieg. Eine Darstellung von Michael Sievers, in der er die neuesten Erkenntnisse zum Ausbruch des zunächst deutsch-polnischen Krieges am 1. September 1939 und dessen Ausweitung zum Weltkrieg einfließen ließ. Wer sich mehr mit deutscher Philosophie und Geistesgeschichte beschäftigen möchte, dem sei der Beitrag von Sascha Rossmülle über Johann Gottfried Herder empfohlen, in dem der Autor die Quintessenz der Herderschen Weltanschauung anschaulich herausarbeitet. Zu dessen 130. Geburtstag darf natürlich auch der gewissermaßen deutscheste aller Philosophen nicht fehlen. Die Rede ist von Martin Heidegger. Er steht, so meint DS-Autor Michael Meyer, in einer Reihe mit Kant, Hegel, Schelling und Nietzsche. Und diese Übersicht ist längst nicht abschließend. Damit ist der Taschenkalender des nationalen Widerstandes einmal mehr über die reine Kalenderfunktion hinaus ein zeitloses Lesebuch zur deutschen und europäischen Geschichte und Kultur geworden. Zu beziehen ist der Taschenkalender 2019 übrigens für nur 13,50 Euro über den Materialdienst der NPD unter der hier eingeblendeten Internetadresse
oder der im Abspann genannten postalischen Anschrift.